Hi meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video, Leute, wieder viele, viele Sachen zu dem Update, welches gestern erschienen ist. Unter anderem nochmal erkläre ich, wann das Sommer-Update kommt, wann denn die OG-Pump kommt, viele gratis Items, die wir erwarten können und viele, viele, ja, Secrets, die mit dem Update gestern kommen, beziehungsweise ins Game reingekommen sind. Um nichts mehr zu verpassen, würde es mich freuen, würdet ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Zudem natürlich auch noch vielleicht auf Social Media wie TikTok oder Instagram keine weiteren Info-TikTok, beziehungsweise Insta-Clips oder Reels zu verpassen. Und ich würde sagen, jetzt geht's direkt rein ins Infovideo. Einmal ganz, ganz wichtig, habt ihr es gerade schon gesehen, ne? Der Shop ist, naja, was heißt, nichts Neues. Es ist jetzt so, ich sag mal, das ganze Zeug wie immer drin. Aber Leute, ganz genau, diese Jules ist noch drin. Aber wichtig ist dieses neue Paket, und zwar ein neues Package für 16 Euro, also 15,99 in Game. Müsst ihr wissen, ist aber sehr, sehr viel enthalten, ne? Einmal einen Skin mit Spitzhacke, mit Rückenaccessoire, zusätzlich noch der komplette Modus Rette die Welt, ne? Und zusätzlich nochmal 15 Euro V-Bucks, also 1500 V-Bucks. Also lohnt sich das mehr als nur genug allein auch schon, falls ihr Rettet die Welt mögt, ne, kriegt ihr 15 Euro wert V-Bucks, also 1500 V-Bucks, Skin Bundle plus Rettet die Welt, lohnt sich und ist jetzt im Item Shop verfügbar. Und zwar, Leute, kommen wir mal zu einer Info, und zwar, Leute, oberhalb von Lonely Labs, hier eingeblendet die Chapter 4 Season 3 Karte, oberhalb von Lonely Labs sehen wir auf der ganz normalen Karte nichts, ne, da ist zwar, wenn ihr jetzt in-game dorthin geht, hier die eingeblendete, beziehungsweise mal gucken, ob ich dazu überhaupt ein Bild finde, weil das ist wirklich ein sehr, sehr abgelegener Spot, da ist eine Hütte, mehr ist da ja gar nicht, und das sind so zwei, drei Inselteile. Und die ist bis jetzt nie auf einer Minimap gewesen, das Teil, beziehungsweise diese kleine, ja, dieses Eisstück. Aber mit dem Update jetzt, gestern oder vorgestern dementsprechend, wenn ihr natürlich das Video schaut, kam tatsächlich dort auf die Minimap diese ja, Karte, beziehungsweise auf diese Minimap kam jetzt auf einmal nach Seasons, ne? Seit Chapter 4 ist ja die Insel schon da und die Season 1 und bis jetzt war sie nie da. Jetzt ist die Insel da, ob das irgendwas zu bedeuten hat oder ob sie die jetzt einfach drauf gemacht haben, weil sie selbst gemerkt haben, vielleicht, dass sie nicht da war. Weiß nicht, vielleicht hat das was mit dem Sommer-Update zu tun, wenn da könnt ihr tatsächlich auch Palmen finden, so zwei, drei aufblasbare Palmfiguren, die sind aber auch schon ewig da, also hat jetzt nichts spezifisch mit dem Sommer-Update zu tun, aber vielleicht hat das irgendwas da zu tun, dass wir da vielleicht was Neues bekommen oder ein NPC, was weiß ich, auf jeden Fall wurde das jetzt auf die Minimap halt drauf gemacht. Dann nochmal kurz zu den Fortnite-Crew-Skin, beziehungsweise Fortnite-Crew-Skin ist ja eingeblendet, das ist diese hier, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, Isabella-Skin, sehr, sehr geiler Skin, wird ab dem Samstag, dem 1. Juli verfügbar sein. Und hier einmal eingeblendet dieser Fuchs-Skin mit dem kompletten Bundle. Nur zur Aufklärung, ihr müsst das haben, jede 5 Monate insgesamt. Wenn ihr euch jetzt das allererste Mal Fortnite Crew kauft, bekommt ihr, glaube ich, nur eine Waffentarnung und ein Musikpack. Dann im zweiten Monat Fortnite Crew bekommt ihr die Spitzhacke, im dritten Monat Backpack, im vierten Monat ein Emoticon und im fünften Monat erst den Skin. Also ihr müsst 5 Monate, ob ihr jetzt das hintereinander 5 Monate Fortnite Crew abonniert habt, ist egal. Ihr könnt auch innerhalb von 40 oder keine Ahnung, innerhalb von 20 Monaten nur 5 Monate abonniert haben, wenn ihr versteht, wie ich meine. Also ihr müsst das nicht hintereinander haben, aber das braucht insgesamt 5 Monate, muss Fortnite Crew bei euch gekauft worden sein, dass ihr dann insgesamt den kompletten Skin bzw. Skin Bundle habt mit Skin und alles. Und Leute, am Harmonix Festival, ne? Fortnite hat sich ja so eine Harmonix Firma aufgekauft, die ist so bekannt für so Musikgames, ne, oder Musikevents, und diese Firma, oder ja, hat er halt Fortnite aufgekauft, beziehungsweise Epic Games, und ganz genau, Leute, wurde aufgekauft, und die Frage ist natürlich jetzt, haben sie die einfach aus Spaß aufgekauft? Nein, Leute, denn es wird irgendwie daran gearbeitet, unter einem Version namens Day HMX. Ob das ein Konzert in-game sein wird oder vielleicht nur in Public, also ob es jetzt in Public ist oder natürlich nur in der Creative 2.0 Map, weiß man nicht. Auf jeden Fall, Leute, wird daran gearbeitet und ich denke, dass wir vielleicht ein Creative 2.0 oder so mal ein Konzert bekommen. Also wird auf jeden Fall daran gearbeitet und kann man vielleicht im Hinterkopf behalten. Dann hier eingeblendet ein neues Skin-Bundle, was bald reinkommen wird, und zwar für 3,99 € ein Starter-Pack mit so einem Anime-Skin. Sehr, sehr geil, Leute, wird auch bald dann erhältlich sein. Hat man erst gedacht, yo, yo, wird vielleicht ein Battle Pass sein, beziehungsweise kein Battle Pass, wird vielleicht ein Item Shop Skin sein oder im Sommer Update dann mit in den Free Sommeraufgaben kommen, aber nein, das wird ein Pack sein, das ihr euch halt erwerben könnt. Zusätzlich wird das nicht gewesen sein. Jetzt komme ich kurz zum Content Update, wie, wo, wann, was. Das Sommer Update kommt am Dienstag, dem 4.7. Also nächste Woche Dienstag, dem 4.7. am Dienstag, dem 4.7. kommt das Sommer Update. An diesem Tag kommt das zwischen 10 Uhr und 15 Uhr. Man geht davon aus, dass es erst um 15 Uhr kommt, weil es halt ein Content Update ist. Auf jeden Fall kommt das an diesem Dienstag und da werden wir natürlich die Map Sommer-Vibes angehaucht bekommen mit verschiedensten sommerlichen Map-Änderungen.
Neuerungen, zusätzlich auch einige Sommerskins, die ja dann kommen werden, denn Fortnite hat 8 verschlüsselte Skins und das sind höchstwahrscheinlich Sommerskins, die kommen werden, also die werden dann auch an diesem Dienstag kommen, beziehungsweise vielleicht nicht alle am Dienstag, aber vielleicht schon mal der Anfang, dann natürlich auch vielleicht die weitere Waffe wie eine Leverpistol und so, um zusätzlich natürlich noch gratis Aufgaben, ne? Wir werden ja mit dem Sommer-Event dann nächste Woche Dienstag viele gratis Sachen bekommen, unter anderem Emoticons, Hängegleiter, Spitzhacken und vielleicht sogar ein Skin, das ist noch nicht bestätigt, kann aber sein, aber viele gratis Items dann mit dem Sommer-Update nächste Woche, ob das jetzt ein Mini-Battle-Pass sein wird, wie beim Star-Wars-Event oder einfach ganz normale Aufgaben, weiß man noch nicht, ich gehe von Aufgaben aus, da es gibt keine Daten von einem Mini-Battle-Pass, Grüße gehen raus an Stunts News, ne, hier eingeblendet, der bringt mir immer ein paar Infos und von denen habe ich das. Zusätzlich kommen wir nochmal zu Perks. Perks sind auch schon viele geleakt worden mit dem Update gestern und wir werden auch viele jetzt im Laufe der nächsten 3 Wochen bekommen. Es sind, glaube ich, noch 4 oder 5, die noch fehlen und zum Beispiel, dass die Pistole eine Chance hat, keine Munition zu verschwenden. Vieles mit Infrarot, vieles mit Schlamm, wird ziemlich, ziemlich geil. Die werden auch noch bald kommen. Dann hier eingeblendet Skins, die bald kommen werden und einmal dieser Skin, den habe ich hier eingeblendet. Ich weiß gerade nicht genau, wie er heißt. Ihr wisst, aber der ist schon in Game und der wird bald tatsächlich auch kommen. Ne? In der Sommervariante, das ist die Sommervariante, die zu diesem Skin kommen wird. Zusätzlich haben wir hier noch eine andere Variante von einem Skin. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Habe ich euch auch gestern schon eingeblendet. Zusätzlich geht gerne bei Fortnite bzw. ja Fortnite oder Fortnite.de auf den Discord-Server. Da werden nämlich in der Zukunft auch Emoticons bzw. Sprays kommen für Discord-Aufträge. Das heißt, diese Discord-Aufträge kriegt ihr logischerweise nur über Discord. Das heißt, ihr müsst dort auf dem Discord-Server sein, um die Aufträge zu aktivieren, zu bekommen und natürlich so ein Emoticon oder ein Spray freizuschalten. Ist jetzt nichts Großartiges, aber falls ihr sie haben wollt, könnt ihr sie euch dann freischalten. Müsst ihr halt auf den Fortnite Discord Server gehen oder Fortnite Deutschland Discord Server. Ist eigentlich egal. Und sobald es dann soweit ist, kriegt ihr da auch eine Benachrichtigung im Discord Server. Zusätzlich, Leute, könnt ihr mit diesem neuen Gewehr, ne, wir haben ja dieses neue Gewehr tatsächlich bekommen, dieses neue Gewehr, mit dem es Double Pump möglich ist. Ja wie eine Pumpgun, wenn ihr, okay, also es macht nicht den Damage wie eine Pump. Wenn ihr aber damit neben den Gegner schießt, macht es ja auch noch Damage. Das heißt, ihr müsst nicht genau treffen. Zusätzlich ist die Waffe eh ganz genau. Und ihr könnt, wenn ihr 2 davon habt, richtig gut Double Pump spielen, machen viele momentan und ich würde es euch auch raten, da wird auch ein extra Video auf dem Kanal kommen, wie ich das mal ausprobiere, beziehungsweise abends in den Streams, deswegen gerne abonnieren, da wir das mal ausprobieren, denn ich bin mir sicher, dass das bald gefixt wird oder wenn ihr nur eine Havoc Shotgun mitnehmt und einmal diese neue, ja, Explosiv, Thermal oder dieses Explosiv Sniper Ding, wenn ihr das mitnehmt mit einer Havoc Pump und einen Schuss mit einer Havoc macht und dann direkt dazu switcht, braucht ihr keine Reload Time, das heißt, die Waffe braucht keine Zeit, um sich irgendwie zu regenerieren, beziehungsweise keine Zeit, um erneut schießen zu können. Das heißt, ihr könnt einen Pumpgun-Schuss drücken und direkt mit dem neuen Gewehr schießen. Das ist gut, machen viele momentan und ja. Und zwar, Leute, jetzt kommen wir zu Optimus Prime. Es wird krass, ne? Wir haben Schnappschussaufträge. Das sind die sogenannten Story-Aufträge in dieser Season. Und diese Schnappschussaufträge hatten wir schon Teil 1. Ist bei mir eingeblendet. Bis jetzt, knapp 2 Wochen, kamen keine neuen. Finde ich gar nicht schlimm, denn Optimus Prime sendet immer mehr Nachrichten. Insgesamt schon 4 Nachrichten. In der allerersten Nachricht im Auto-Radiosender. Und zwar heißt dieser Radiosender Mysteriöse Nachrichten oder so. Und die erste Nachricht, die uns Optimus Prime gesendet war, beziehungsweise gesendet hat, lautete sowas wie: Ihr müsst fliehen, beziehungsweise wir müssen fliehen, denn diese Realität steht kurz vor dem Zusammenbruch. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Das bedeutet, diese Realität steht tatsächlich kurz vor dem Zusammenbruch. Da meint er halt Chapter 4. Die zweite Nachricht war, dass Optimus Prime Kontakt mit Dr. Sloan aufgebaut hat. Sie mag eine ganz komische, beziehungsweise eigenartig sein. Sie ist aber die einzige, die den Plan hat, beziehungsweise die einzige, die etwas machen kann. So in dem Dreh war die zweite Nachricht. Was ist genau damit zu tun? Was hat es damit auf sich? Sie möchte ja, hat irgendeinen Plan. Sie möchte das Riesenapparat, beziehungsweise das Riesenteleskop reparieren. Die Einwohner, beziehungsweise Zivilisation damals, ist auch einfach so verschwunden. Ich bin echt gespannt, was daraus noch kommt. Und jetzt auch die dritte Nachricht. Da ging es ja so darum, dass die Energie der Insel abgelaufen ist, beziehungsweise eine Energie, die irgendwann mal auf dieser Insel war, ist auf einmal verschwunden und gefährliche Feinde haben davon mitbekommen. Das bedeutet, die wissen jetzt, yo, diese Energie ist weg und haben vielleicht, beziehungsweise planen, was damit kann, die letzte Realität gemeint sein, denn dazu haben wir auch schon einige Teaser. Und dann die vierte Audionachricht von Optimus Prime, die kam jetzt neu mit dem Update am Dienstag, blende ich euch hier ein. Jene, die hier vor langer Zeit lebten, haben ein Geheimnis entdeckt, verborgen in den Sternen. Ihre Artefakte werden dir den Weg weisen.
Verborgen auf der Insel wirst du alles finden, was du brauchst, um die Sterne zu deuten. Und zwar, Leute, habt ihr es gerade gehört? Ich habe euch eben alle Nachrichten, die wir bis jetzt schon von Optimus Prime haben, zusammengefasst. Und diese Nachricht habt ihr jetzt gehört, das ist eine ganz neue. Die Zivilisation, die damals hier gelebt hat, hat ein Geheimnis entdeckt. Ein Geheimnis entdeckt in den Sternen. Dieses Geheimnis liegt in den Sternen und auf der Insel haben wir alles, um die Sterne zu deuten. Das bedeutet, sie haben ein Geheimnis entdeckt, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen, was bestimmt auch ein Riesenbanger wird, das wichtig für die Story ist. Und wir haben die Aufgabe bestimmt irgendwann, das zu deuten. Wir wissen die Sterne, beziehungsweise haben dieses Geheimnis und die haben es damals halt entdeckt. Vielleicht sind sie auch durch dieses Geheimnis, weil sie es halt entdeckt haben, verschwunden, weil sie es nicht wissen durften oder so. Keine Ahnung, Leute, sind alles nur Theorien. Aber, wie gesagt, auf der Insel finden wir alles, um die Sterne zu deuten, also um diese Nachricht, um dieses Geheimnis zu lüften, beziehungsweise auch zu entdecken. Dementsprechend muss ich sagen, gefällt mir es. Allgemein muss ich sagen, die Story ist nice, es kommt bald auch wieder richtige Storyaufträge von Dr. Sloan. Wir finden momentan auch für Trace, ne, musst du solche Relikte einsammeln und diese kannst du zu Trace bringen, da hat er einen Dialog, das kommen wir alles noch auch in ein extra Video dazu. Es ist wirklich viel Content, den wir haben, ne, viele sagen, ja, die Updates, das ist ja endlich mal wieder ein großes Update. Ne, wir hatten jetzt innerhalb einer Woche zwei große Updates, aber ich glaube, das ist denen egal. Auf jeden Fall müsst ihr wissen, die Optimus Prime Story, ne, gefällt mir. Das ist ein Kooperationsskin wie Optimus Prime. So eine geile Storyline. Allein die Dialoge in den Autos oder hier bei diesem Rune, bei der Rune in der Mitte beim Tempel, ist so geil, baut mega Spannung auf. Diese geheime Nachricht, die Sterne deuten, und wir haben auf der Insel alles, was uns dazu führt. Finde ich sehr, sehr geil. Baut geil Spannung auf. Und Leute, hier eingeblendet solche, ich sag mal, Back-Items, Brot-Items, Baguette-Items und diese Baguette-Items ist einmal eine Spitzhacke, ein Baguette, sehr, sehr geil und einmal ein Rückenaccessoire. Und was, beziehungsweise an was denken wir, wenn wir an Baguette denken? Okay, ich denke, da denkt jetzt niemand dran, aber natürlich auch ein bisschen so an Frankreich. Und zwar am 14.07., am 14. Juli ist auch während des Sommer-Content, beziehungsweise während des Sommer-Updates der französische Nationaltag. Und dementsprechend könnte das ein Teaser sein, dass wir diese zwei Sachen gratis bekommen. Es ist eigentlich ziemlich sicher, dass wir diese zwei Sachen gratis bekommen, ob wir die vielleicht als Belohnung im 14-Tage-Sommer-Event bekommen oder an diesem, ja, französischen Nationaltag, ist noch unklar. Ich bin tatsächlich eher der Meinung, am französischen Nationaltag vielleicht kostenlos im Itemshop oder so, vielleicht kriegen wir sie auch einfach so, keine Ahnung, ich freue mich drauf, kostenlose Items auf jeden Fall, wann, wie und wo, weiß man nicht, aber man ist sich ziemlich sicher, dass sie kostenlos sein werden, auf jeden Fall, ja. Für mehr Content gerne abonnieren, würde mich sehr, sehr freuen. Lasst gerne eine positive Bewertung oder einen Kommentar. Das war's dann gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.